vom Aufbau gesehen unterscheidet sich das männliche Geschlechtsorgan vom weiblichen kaum. Die Unterschiede sind die Geschlechtsmerkmale, die das weibliche und das männliche Geschlecht stark sichtbar trennen. Diese werden eingeteilt in die primären und die sekundären Geschlechtsmerkmale. Die primären Geschlechtsmerkmale sind die, die uns angeboren werden, also sprich die wir bekommen mit der Geburt. Die sekundären Merkmale entwickeln sich im Laufe des Erwachsenwerdens, sprich in der Pubertät. Das sind der Bart, das sind die Brüste, das ist die Körperform. Heute wollen wir uns mit dem weiblichen Geschlechtsorgan befassen. Das erste Video aus einer Reihe über die Geschlechtsorgane, weil die in der generalistischen Ausbildung sehr wichtig sind und mehrmals auch über den Pflegekanal angefragt wurden. Also erst kommt der Intro und dann hauen wir rein. Dieses Video wird präsentiert von dienstzimmer.com, dem Bewertungsportal für Pflegekräfte, und von Fürsorgefinder, der App, die anzeigt, welcher Fürsorgedienstleiter freie Kapazitäten für Neukunden hat. Hallo an alle, Judah hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Also wie schon gesagt, die Geschlechtsorgane wurden mehrmals angefragt, weil die generalistische Ausbildung jetzt komplett anders aufgebaut ist. In der Altenpflege haben wir die Geschlechtsorgane im Alter betrachtet mit deren Erkrankungen. In der generalistischen Ausbildung haben wir auch das jüngere Alter, sprich wir haben die Geburt, wir haben die Menstruation, also wir haben einen total anderen Blickwinkel auf die Geschlechtsorgane. Deswegen fangen wir, wie gesagt, heute an mit dem weiblichen Geschlechtsorgan. Das weibliche Geschlechtsorgan wird eingeteilt in das äußere und das innere Geschlechtsorgan. Das äußere Geschlechtsorgan nennt sich Vulva oder wird unter dem Begriff Vulva geführt. Heute wollen wir uns mit der Vulva befassen. Zur Vulva zählen der Schamhügel, die äußeren und inneren oder großen und kleinen Schamlippen, die Klitoris und der Scheidenvorhof. Beginnen wir mit dem Aufbau. Warum ist die Vulva da oder wofür haben wir das äußere Geschlechtsorgan? Die Vulva mit den inneren Schamlippen schützt den Eingang zu den inneren Geschlechtsorganen. Der Schamhügel, auch Venushügel genannt, erhebt sich oberhalb der Symphyse. Es handelt sich hierbei um ein Fettpolster, das zwischen dem Schambein und der Haut liegt. Im Laufe des Lebens verändert sich der Schamhügel. Im frühen Alter ist er glatt, in der Pubertät verändert er sich und wird behaart, sprich die Schamhaare wachsen. Nun kommen wir zu den Schamlippen. Die Schamlippen sind Hautlappen, die aus feinem Bindegewebe oder aus lockerem Bindegewebe bestehen. Die kleinen Schamlippen befinden sich im inneren Bereich. Sie umgeben den Scheidenvorhof und grenzen oder enden an der Klitoris. Die Innenseite der Schamlippen besteht aus Plattenepithel, das nicht verhornt ist. Das Gegenteil ist die Außenseite, die leicht verhornt ist. An der Innenseite der Schamlippen münden die Bartholindrüsen, die zur Befeuchtung der Scheide dienen. Die großen Schamlippen liegen den kleinen Schamlippen von außen auf. Die Außenseite ist behaart und die Innenseite leicht verhornt. Nun kommen wir zur Klitoris. Die Klitoris schließt an den kleinen Schamlippen oben an. Sie ist 3 bis 4 cm in der Länge und besteht aus einem Schwellkörper. Die Klitoris hat viele sensible Nervenendigungen in sich. Kommt es zur Reizung dieser Nervenendigung, sprich der Klitoris, kommt es zum Auslösen eines Lustgefühls. Die Klitoris ist am Schambein befestigt mit kleinen Muskeln und Sehnen. An der Spitze der Klitoris befindet sich eine kleine Vorhaut. Nun kommen wir zum Scheidenvorhof. Der Scheidenvorhof wird von den kleinen Schamlippen umschlossen. Die vordere Angrenzung ist die Klitoris, hinter der die Harnröhre in den Scheidenvorhof mündet. Den Übergang zur Scheide, sprich zur Vagina, bildet das Ostium vaginale, was hinter der Harnröhrenöffnung liegt. Vor dem ersten Geschlechtsverkehr wird dieser Bereich teilweise von dem Jungfernhäutchen verschlossen. Teilweise heißt, es ist immer noch Platz genug, damit das Menstruationsblut während der Periode ausfließen kann. Beim ersten Geschlechtsverkehr reißt das Jungfernhäutchen und es kommt zu einer leichten Blutung.
Hiermit beenden wir die Expedition in die äußeren Organe des weiblichen Geschlechts. Im kommenden Video wollen wir uns dann tiefer in das Thema vergraben und wollen gucken, wie sieht es denn aus mit den inneren Geschlechtsorganen des weiblichen Geschlechts. Wenn euch das Video gefällt, teilt es bitte weiter, damit auch andere davon einen Nutzen haben. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, so unterstützt ihr mich und meine Arbeit. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, es ist völlig kostenlos und unverbindlich. Der Vorteil, jedes Mal, wenn ein neues Video kommt, kriegt ihr die Benachrichtigung. Unter dem Video in der Beschreibung befindet sich die Quelle zum Thema und unterschiedliche Links, die an dieses Thema anknüpfen. Unten drunter sind die Kommentare, bitte nutzt diese für Vorschläge für kommende Themen und natürlich auch für Ergänzungen zu diesem Thema. Es bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche eine gute Zeit, bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao!